Jubiläum von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. So schnell vergeht die Zeit, heute ist schon das einjährige Jubiläum unserer Liebe, hat Florian Silbereisen vor ein paar Tagen eine Benachrichtigung gesetzt. Für Florian Silbereisen wird dieser Tag unvergessen bleiben, er hat einen Tag lang alles so schön vorbereitet und wollte, dass Beatrice Egli dieses Glücksgefühl nie vergisst. Beatrice Egli hat immer noch Kopfschmerzen wegen der Arbeit, und Beatrice Eglis Gesicht ist nicht sehr gut. Aber sie versuchte trotzdem, ihren Job gut zu machen, Beatrice Egli wusste immer noch nicht, welcher Tag heute war. Beatrice Egli legte den Kopf auf den Tisch, plötzlich klingelte das Telefon und es stellte sich heraus, dass Florian Silbereisen anrief. Sie versuchte zu lächeln, als sie ans Telefon ging, Florian Silbereisen sagte, er würde heute Abend mit ihr ausgehen, Beatrice Egli wusste nicht, was sie sagen sollte, antwortete nur mit Ja und legte dann auf. Florian Silbereisen verstand Beatrice Egli sehr gut, obwohl sie so lächelte, war sie innerlich sehr müde. Alle außer Beatrice Egli haben immer ein positives Gefühl. Beatrice Egli bringt immer Positivität zu allen, sie selbst hat eine traurige Geschichte, die sie niemandem erzählen wird, sie umarmt sich alleine, daher wird Beatrice Egli sehr geliebt und geliebt. Es war 7 Uhr, Florian Silbereisen war unterwegs, um Beatrice Egli abzuholen. Florian Silbereisen kam im Haus an und fand Beatrice Egli bereit. Die beiden gingen zusammen ins Restaurant, als Beatrice Egli durch die Tür trat, fand sie immer noch nichts Seltsames. Wenn man am Tisch sitzt, ist der Blick auf den Tisch sehr herzlich und schön. Daneben lag ein Blumenstrauß und eine Geschenkbox. Florian Silbereisen fragt Beatrice Egli, ob sie weiß, welcher Tag heute ist. Beatrice Egli versucht sich zu erinnern, weiß aber immer noch nicht, welcher Tag heute ist. Florian Silbereisen sagte, dass heute das einjährige Liebesjubiläum des Affen ist, nachdem er gehört hatte, wie sich Beatrice Egli selbst die Schuld gab, aber Florian Silbereisen sagte, dass es in Ordnung ist, sie erinnert sich nicht, aber er ist immer noch da und jetzt hat er eine Überraschung für sie gemacht. Beatrice Egli entschuldigte sich trotzdem bei ihm. Florian Silbereisen sagte, er wisse es, weil sie viele Jobs habe, an die sie sich nicht erinnern könne, nicht ihre Schuld. Er machte ihr überhaupt keinen Vorwurf, Florian Silbereisen wollte nur eines, dass sie immer an seiner Seite war, egal was passierte, immer zusammen. Danach stand Florian Silbereisen auf und nahm den Blumenstrauß und die Geschenkbox für Beatrice Egli, sie lächelte leicht und nahm den Blumenstrauß und die Geschenkbox entgegen. Der Raum von zwei Personen ist jetzt glücklich und sieht sehr glücklich aus, melodiöse Musik neben ihnen beim Essen und Musik genießen.